Willkommen zurück. Wir waren hier jetzt auch wieder stehen geblieben. Also die Lutez-Zwillinge sind jetzt gerade irgendwie weg. Ich wollte gerade sagen, die stehen hier noch, aber die sind irgendwie weg. Keine Ahnung. Sehr rätselhaft. So. Hier noch irgendwas? Hier. So. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Tote Hose. Den gekriegt. Den Prachtkerl hier. Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ja, gibt's da noch freie Stellen? Also ich denke mal, sicherlich fragt ihr euch jetzt, was war das? Das löse ich jetzt noch nicht auf, weil ich weiß es nämlich schon. Ja, das ist jedenfalls schon die Frau von diesem Comstock, was ich vorhin erzählt habe, dieser Prophet. Und die wird auch eine spezielle Sache noch in dieser Geschichte spielen. Und jo, jetzt noch nicht, aber später. So, Audiolog schnell noch. Madame Lutez, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil sie so klug sind. Stimmt es, dass nur sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Nee, mit dir wollen wir leider nichts zu tun haben. Du bleibst mal draußen. Constance, wie heißt? So. Ja. Jetzt gehen wir weiter. Was zum... Ja, da hat es irgendwie so ein Brandmal. Hatte das schon von Anfang an. Und... you shall know the force appeared by his work. Also wir sind schon mal dieser komische Schafsmann hier. Dieser Typ hier. Falsche Hürde. Sind wir jetzt schon mal. So. Weitermachen wir jetzt hier. Ah, schön Musik. Man will zählen. Ich hab da so ein Gefühl. Du hast immer. Ich weiß schon, was danach passiert. Das wird ziemlich crank. So, jetzt sind wir bei der Verlosung angekommen. Ab in die Menge. Und nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen. Hey, Mister. Was ich? Nee. Sorry, ich kauf nichts. Dummchen, die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. Oh nein. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bring mir die Trommel! Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Columbia? Naja, so hübsch ist sie nun auch nicht, aber... Die Gewinnzahl ist... Oh, was sagt man dazu? Ja, genau. Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis! Der erste Wurf! Oh mein Gott. Bitte, bitte, bitte nicht! Ich weiß, es war meine Schuld. Bitte, bitte, nein! Bitte, was tut sie? Na los! Wirfst du jetzt? Na, den Ball. Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Scheiß Rassist, ey, echt. Oh, Rassisten haben hier nichts zu suchen. Ah, schade. Wo hast du das Brandzeichen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Oh, oh. Und falsche Hirten haben in unserer Herde jetzt, nichts jetzt zu suchen. Jetzt los. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. Oh. Oh. Herrlich. Ich liebe es. Hey, komm her. Jo, ihr könnt alle noch was haben hier, los! Und herrlich, jo, los, komm her, meiner! Du, oh, meine! Ach, schade!
Komm her. Mann, dieser Haken oder wie das heißt, genau. Der ist so nice. Ihr Schweine. Oh, schade. Na komm her. Ja, ein Schlag ist weg. Und ich habe meine erste Waffe. So, die nehmen wir erstmal raus. Hier. Da. Nee. Nee, hier ist nichts. Doch vielleicht. Können wir mal gucken. Hier den hier. Den Sack. Schade. Zu. Gut, dann gehen wir weiter. Ah, hier. Darüber müssen wir, das weiß ich jetzt schon, zum Monument Island. Ah, da kommen wir noch nicht hin. Müssen wir noch ein bisschen was erledigen. So. Nächstes Audi-Lock. Na, Leute. Zu spät. So, nein, ich will nichts kaufen. So, schnell abschieben hier. Ich hab's ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja. Ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Genau, Leute, dieser Jeremiah Fink, das war dieser Typ gerade bei der Veranstaltung, der mich tot sehen wollte. Und gesagt hat, ich bin dieser falsche Hirte. Du kämpfst jetzt mal für uns. So. An dieser Stelle sage ich mal erstmal auf Wiedersehen. Und wir sehen uns dann im zweiten Part. Genau, wo es jetzt spannend wird. Ne? Und bis dann.